Ja, einen wunderschönen, prächtigen, herzlich willkommen bei Manolords. So, wir stehen ja kurz vor dem Angriff, beziehungsweise ich, sind jetzt 104, ich weiß nicht, ob das 104 Minuten sind, 100 Meilen, Kilometer, keine Ahnung, ich denke mal, das sind eher Minuten oder vielleicht auch Tage, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, auf was das hier sich bezieht. Ich denke mal eher, das sind dann Tage. Und ja, das Volk muss größer werden. Ich habe soweit einigermaßen, das habe ich im letzten Video schon mit hingekriegt, das war, ja, so mal über 50% sind, sodass ich neue Einwohner kriege. Es wurde langsam echt richtig knapp, aber richtig holler die Waldfee. Bevor ich den ganzen Markt und so weiter, also Handelsroute und so weiter, alles aufbaue, kümmere ich mich eher darum, dass ich mehr Bevölkerung kriege, sprich, damit ich auch mehr Einheiten habe für die Miliz und so weiter und so fort, weil sonst sieht es halt sehr, 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 sehr eng aus für mich. Hier sind ja schon mal ein paar Hütten, die dann gleich nochmal gebaut werden. Ich mache mal die Prio ganz hoch. Ich würde mir noch keins hier kaufen, weil ich brauche unbedingt Regionsvermögen, weil ich noch die Handelsrouten machen muss. Ich weiß nicht, ob ich da welche kaufen müsste oder so. Aber bevor ich wirklich das alles fertig mache, erstmal müssen die Häuser stehen, weil noch 86, ich weiß nicht, wie gesagt, ob das Minuten sind, Stunden, ich tendiere eher Stunden halt, also Ingame-Stunden, ne? Dann wären die halt dort. Aber es wäre halt schön, wenn die hier vorher schon mal fertig wären. Damit da zumindest eine neue Familie sich einsiedeln kann. Ich schau mal, dass der hier auch das höchste ist. Die Nahrung geht zu Neige. Ja, das war mir fast bewusst. Weil ich müsste auch bald mal mit meinem ersten, ja, Bauernhof anfangen. Aber erstmal lasse ich das auf Jagen technisch. Da ist gerade gar nichts. Ich guck mal kurz, wie sieht denn das? Ja gut, die sind ja ein bisschen, ja okay, ja. Ein bisschen eng. Steine sind schon mal da. Das ist gut. Das heißt, ich kann mir nämlich gleich mal die Kirche bauen. Verwaltung? Nein, nein. Wo ist denn die Kirche? War das unter Häuser hier? Da. Perfekt. Das baue ich gleich mal hier hin. Das hat noch ein bisschen Zeit, aber dadurch geht die Zufriedenheit natürlich wieder nach oben und so weiter und so fort, sodass ich mehr Familien kriegen könnte. Da kann ich gleich wieder was Neues bauen, aber das lasse ich noch erstmal. Die sollen hier erstmal die Hütten bauen, die Holzhütten. Bald kommen die ersten Einheiten. Ja, da bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege. Ich weiß gar nicht, wie sieht momentan meine Miliz aus? 20 hätte ich, 21. Ja, das wird knapp. Das wird richtig knapp. Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Lager ist voll. Ja, schön und gut, aber... Dann sollten die das mal hier hinlagern. Guck mal kurz, wie viele Steine sind denn da drin überhaupt? 145. Okay. Ja, ich weiß. Ja, Vorräte, ich weiß, ich weiß. Bald kommt der Sommer, dann kommen wieder die ganzen Beeren an. Weil... Oder sind die schon dort? Nee, okay, die können erst nächsten Monat abgepflückt werden. Ist ja Januar. Ich glaube ab... Noch ab März, hier steht ja, ab März ist Frühling, dann können die wieder gepflückt werden. Schauen wir, okay, die sind auch bald fertig, da fehlt noch ein Baumstamm. Hier arbeitet noch keiner, das ist logisch. Hier hätte ich schon mal Ziegelsteine. Also Lehm, das wird dann nachher zu Ziegel. Genau... Eisen will ich auch nichts machen, weil ich will noch auf die Schatzkammer, auf die Schachtmine warten, bis ich das erforschen kann. Wo ist ein Fertigkeitspunkt? Whatever, wie man es auch nennen möchte. Ah, der ist fertig, nice. So, da kommt der hier an. Und dann kommt die Kirche. Das machen wir als zweithöchstes.
So, nächsten Monat sollte noch eine Familie kommen. Nice, so wie jetzt. Ich schau mal kurz, habe ich denn bei jedem Lagerhaus ein Dussel dahinterlegt? Stall brauche ich erstmal nicht. Brennholzhütte habe ich und Sägewerk habe ich. Nice, sehr gut. Dann wird einer schon mal so ein Pfarrer. Okay, das ist schon das Schnellste. Ja, weil ich jetzt viele freie Mitarbeiter habe. Hier ist auch ein ziemlich rasch. Schau mal kurz. Speicher. Na gut, da habe ich halt nichts, ist ja klar. Aber da wird dann demnächst für meine Landwirtschaft schon mal vorbereitet. Die Landwirtschaft, die würde ich ja hier unten hinstellen. Ich muss mal kurz mal ein bisschen slowy machen. Und zwar brauche ich erstmal die Fruchtbarkeit. Weizen. Oh ja, das ist. Ich gucke mal, was halt wenig ist. Hier ist Flachs. Okay, das heißt, da mache ich Flachs. Gerste ist eigentlich hier unten am besten. Hier. Dann würde ich hier die Grenze mit Gersten machen. So mit zwei Farmgeschichten. Roggen ist ja überall. Das ist ja wupfi gesprungen. Also Gerste und Flachs ist da oben. Dann würde ich als erstes Gerste machen, weil daraus wird ja Bier gebraut. Marktplatz, nö. Brunnen, nein. Da. Das habe ich, das habe ich. Okay. Landwirtschaft, da ist es doch. Ach, okay, Gott sei Dank. Dann habe ich das schon mal fertig. Das ist ja... Was für ein Pluszeichen hat? Ne, da glaube ich nur ein oder zwei Plusdinger. Ne? Das ist so das mittlere. Also eins unter... unter dem grünen Top. Ah, zwei Plus hat er da oben, sehe ich es gerade. So, dann... Ich mache mal kurz noch Pause. Einmal hier lang. Da ist einmal Gerste. Da. Gerste. Da muss ich einmal kurz... Fruchtwechsel. Da mache ich einmal Gerste, Brache, also Brach liegend halt, ne? Gerste, genauso wie hier. Fruchtwechsel. Gerste, Brach, Gerste. So, haben wir. Dann mache ich als erstes, oder als nächstes, brauche ich Flachs kann ich wirklich nachher machen. Ich will erstmal auf die Nahrung gehen. Weil das für mich halt wichtiger ist erstmal. Ja, ist beides wichtig, aber das ist ja erstmal gut wie gesprungen. Hauptsache ich habe erstmal ein bisschen was. Das will ich ein bisschen kleiner machen. Ja, drei Morgen reichen erstmal aus. So, Frucht. Dann machen wir Weizen, Brach. Weizen, Brachland. Dann brauche ich einmal. Muss noch mal kurz gucken. Flachs. Könnt's hier hinbauen. Ich baue es hier unten hin. Mache ich am besten hier hin. So, Windmühle und Gemeinschaftsofen, das will ich halt wieder oben hinstellen. Damit die nicht so langen Weg haben zum Lager und so weiter. Aber erstmal sollen die das mal so grundweit aus fertig machen. Noch 10 Stunden, dann kommt der Angriff. Ich glaube, dann müssen die erstmal rüberkommen, weil die kommen ja erstmal neu. Kein Bauernhaus. Ja, das wird ja gebaut. Banditenlager wurde entdeckt. Okay. Okay. Ich guck mal kurz, wie weit sind die? Okay, der ist bald fertig. So. Bauernhaus habe ich ja schon mal gebaut. Da kommt auch demnächst, also das muss ich ja erforschen, glaube ich, damit die halt die Rinder. Doch, genau. Damit das Rind als Pflug halt dort bedient werden kann. Das machen wir auf hoch. Nur ein. Ist ja easy. Gebäude ist fertig. Nice. So. Da hätten wir das schon mal. Ich lasse es erstmal. Ich könnte gleich noch neue Häuser dazu bauen. Also damit nochmal eine neue Familie sich einsiedeln kann. Da will ich also erst noch ein bisschen warten, weil erstmal muss der Krieg da sein. Ich hoffe, dass ich da wirklich kein irgendwie
Ach Mist, ich kann nicht mehr, weil ich halt nicht mehr Ausrüstung habe. Ja, das war ja, da war ja was. So, schauen wir mal kurz. Wie weit sind die weg? Die sind da oben. Okay, die kommen von oben. Das heißt, von dieser Richtung. Oh, genau hier, perfekt. Dann kann ich die gut abfangen. Nice. Kirche wird schon abgebaut. Räuber in der Nähe müssen abgeschlossen. Ja gut, ja, weil die alles kommen werden. So, Söldner kann ich halt noch nicht berufen, weil logischerweise, weil ich kein Geld habe. So, gleich ist die Kirche fertig. Bei mir leidet Hunger. Ja, ich weiß, aber jetzt kann zumindest die Sammlerhütte schon mal anfangen. Oh, Kräuter könnte ich. Aber das will, ah, nee, das will ich noch nicht aufbauen. Weil ich muss doch die Handelsroute aufmachen. Guck mal kurz, wie weit sind die hier? Okay, da ist noch nichts geliefert worden. Das geht ja nicht, weil ich keine Bauern habe. Die Holzhütte will ich sowieso umsiedeln lassen. Hier unten halt. Beziehungsweise wahrscheinlich eher hier die Region. Ich muss gucken, gerade wegen den Tieren. Vielleicht mache ich das diese Ecke hier. Muss ich mal schauen, wie ich Lust und Laune habe. Oder vielleicht auch hier unten erstmal alles frei machen für die ganzen Felder. Ich habe halt genug So, da Platz. wollen wir mal gucken, wie ich das gleich deichseln werde. Lass mal hier auf ausgewogen. Ich muss mir kurz mal Überblick verschaffen. Ja, warte mal. Die sind, glaube ich, normal, ne? Gesinnt. Ich habe mal eine Idee. Weil nicht ohne Grund, denke mal, das ist vom Spielverlauf her so. Nicht ohne Grund kommt hier so eine Herrscher an. Ich mach mal eins. Ich werde mal Hinterhalt versuchen. Ich hoffe, dass die mir gleich folgen werden. Ich hoffe, die folgen mir. Ja, die folgen mir. Oh, da kommen sie schon. So, ich mache ein bisschen, bisschen marschieren. Oh, jetzt, oh, Scheiße, muss ich beschleunigen. Ich muss hinne machen. Bitte knallt die nieder, knallt die nieder, knallt die nieder. Knallt nicht mich nieder. Nice. Geil. Das war aber knapp. Ich gehe mir mal lieber noch zur Absicherung. Marschiere ich da mal hin. Hier auf standhaft, damit die halt mehr Verteidigung haben, aber dafür weniger angreifen. Das ist nicht das Thema, also nicht das Problem. Aber die werden ordentlich niedergesnatchet. Gemetzelt. Oh, nice. Oh, ich danke euch. Halleluja. Okay. Dann können die wieder hier rüber gehen. Ich hoffe, die greifen mich jetzt nicht an. Aber ich glaube nicht. Aber die verpissen sich. Gott sei Dank. So, auflösen. Wenn wir zurück zur Arbeit gehen. Knappe Pommes. Richtig knappe Pommes. So, Kirche habe ich. Achso, ist noch nicht fertig. Fehlt noch ein bisschen. Weil ich muss jetzt auf jeden Fall Landwirtschaft jetzt hier hantieren. Weil das wird gerade richtig, richtig eng. Ich kann schon mal hier zur Sammlerhütte geben. Eine Familie. Haben die zumindest was. So. Hier sind ja die, genau. Ah ne, scheiße, Schafzucht. Hä? So Schafzucht. Ich hab doch eigentlich Bauernhaus. Da habe ich auf Schafzucht geklickt.
Keine Ahnung. So. Zack. Ich überlege gerade. Wie sieht es denn mit der Tierwelt aus? Da kann ich noch mal eine Familie dazustellen. Genau. Weil ich muss jetzt an Bären rankommen. Sind die denn schon sammelt die Bären hungrig? Ja, ist mir klar, dass ihr alle hungrig seid, aber ich kann nun mal erstmal nichts dafür. Erstmal müssen Tiere und so weiter gejagt werden. Ja. So, die Kirche ist bald. Was sind denn die? Langsam sollte es mal hier fertig werden. Ja, ich weiß, ich habe das mit den Wegen leider zu weit nach hinten. Ja, auch obwohl. Weg ist jetzt nicht so grav. Ja, okay, doch schon etwas halt. Aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Mit dem Holz muss ich irgendwie anders machen. Man kann. Ja, ich weiß. Dann mache ich eins. Oh, ich habe ja kaum Kohle dafür, ne? Aber machen wir kurz ein bisschen langsamer. Handel. Handelsposten. Will ich mal hier hinbauen. So. Ja, ich weiß, ich habe halt nur mal kein Bauernhaus. Ich hoffe, dass sie bald mal da was rankriegen. Holt einen Korb. Geht das schon wieder los? Wieso holen die nicht von vornherein so einen Scheißkorb? Na, ich weiß, tot durch Verhungern, ich weiß. Das kriege ich schon wieder hin. Endlich fertig. So, jetzt haben die eine Kirche. Da ist schon mal das oben. Genau. Ja, das dauert ein bisschen noch bei mir mit Bekleidung. Ja. Kriege ich schon irgendwie hin. Also muss das Bauernhaus. Das kriegt am höchsten. Ich bin überlegen, weil der rennt jetzt hier hinten lang bis dorthin. Ob ich das Holzkellerlager nicht ganz woanders hinstelle, weil ich habe einfach. Ich werde das versetzen. Weil. Oder warte mal. Der rennt ja bis hierhin. Die Leute. Ich kann das ja eigentlich. Es muss ja nicht dort bei den Bäumen sein. Das ist ja nur, was für wichtig ist, entweder der Transport oder dass die Leute mit dem Holz hin und her gedingsidong sie hier ankommen. Ach nee, die brauchen ja auch. Da muss ich mal gucken. So, wie weit sind die hier? Der transportiert die schon mal, das ist gut. So. Langsam sollten aber ich im Ankommen. Ich mache hier mal kurz mal einen zurück. Das lasse ich für die Sammler greifen. Die sollen erstmal das hier alles zu Ende bauen. So, wo sind denn die Leute? Okay, das kann man so in Ruhe lassen. 61% dafür, dass sie hungern, ist eigentlich noch ziemlich gut. Zumindest eine Familie. Naja, Banditenlager interessiert mich gerade ein Feucht. Ich werde die sowieso irgendwann mal alle zerlegen. Sag mal, wo sind die denn?
glaube, der nächste Zuwachs ist dann bei 75%, glaube ich. Ja, es wird ein bisschen dauern. Da muss halt eine zweite, dritte, vierte Familie hin. So, Hofstätte ist fertig. Geil, dass ihr die Hofstätten gemacht habt, aber nicht Handels. Okay, ich habe nichts gesagt. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Wie schaut es denn hier jetzt aus? Der Handel. Brauche ich da was? Okay, da brauche ich das. Wie viele Bretter habe ich denn? 23. Wie sieht es mit Brennholz aus? Kann ich das auch verkaufen? Achso, neue Familie, nice. Kann ich schon mal hier rüberholen zu den Bauern. Handelsposten. Der Handel, also mit Brettern. 23, das brauche ich überhaupt die Bretter, davon mal abgesehen. Ich mache eins. Ich werde hier auf Bretter erstmal gehen. Ja, Handelsroute einrichten. Weil, kann ich mir das noch leisten? Gott sei Dank, ich kann mir noch einen zweiten holen. Weil es ist halt richtig wichtig, dass ich einen zweiten Bullen kriege. Dann geht der Transport einfach fixer. So, das kann ich schon mal. Okay, das habe ich schon mal fertig gebaut. Denn jetzt will ich da einmal die Windmühle. Effizient. Okay. Noch 100%? Nee. Machen wir so. Und Gemeinschafts. Machen wir direkt gegenüber. So. Da haben wir so gesehen erstmal, wenn das mit dem Weizen und so weiter alles fruchtet, ja. Damit ich da so gesehen schon mal mein Brot machen kann. Ja, das Gute dann auch. Es hört sich ein bisschen blöd an, auch wenn die Leute sterben, ja. Aber es kommen neue Familien rein. Also es ist halt so. Ja, es. Ich weiß, es ist halt ein bisschen makaber, aber. Ich bin ja gerade schon dabei. Genau, 15. Und alles, was über 15 ist, wird verkauft. So, 19. Ich glaube, es kann ich die nächsten auf Gemüse machen, ne? Genau. So. Habe ich zumindest jetzt eine neue Family, die auf Gemüse ist, damit schon mal das mit der Nahrung sich ein wenig entgegenwindet. Oder gegen kämpft. Ja, es war mir klar. So, die Kirche ist da. Okay. Na gut, die können sowieso erstmal nichts machen. Jetzt soll es eigentlich ein bisschen schneller gehen, weil es wird alles hier jetzt gelagert. Und die Leute, die haben ja. Ah, ne. Jetzt haben die halt noch einen Transportochsen. Und das sollte jetzt ein bisschen flotter gehen, dass sie hier in dieser Region das ganze Holz kriegen. Ich muss nur kurz gucken. Fällt ein Baum, das ist schön. Arbeitsbereich festlegen. Jetzt sehe ich natürlich nicht vom Kreis her. So. Wo ist die Tierwelt? Da. Machen wir. Zack. So, können wir erstmal alles abpflücken. Ja, das Problem ist, ich habe halt nicht so viele Bretter. Tod durch Verhungern, ich weiß. Hunger ist ganz oben halt. Ja.
das wird noch sehr lustig. Das wird noch lustig. Uti, also der Kampf geht noch weiter. Sobald das Feld da oben oder die ganzen Felder stehen, ich habe jetzt schon mal 3 Familien. Ich würde mal 2 dazu holen. Weil es dauert sowieso noch, bis die hier unten gebaut werden. Ich muss mal das hier hoch. Und das ist auf sehr hoch. So, damit das schon mal gebaut ist. Das kann sowieso erst ein bisschen laufen. Das dauert sowieso ein bisschen halt logischerweise. Aber ich habe es halt schon mal fertig. Leichengrube muss ich leider erstmal noch da lassen, weil ja, bisschen blöd. Bin schon dabei, damit die auch was zu essen kriegen. Wie sieht es aber mit der Miliz eigentlich aus? Ja, war mir klar. So, das machen wir jetzt auf Höchstes. Oh, durch Verhungern. Ja, es ist, wenn die ganzen Leute wegen Verhungern sterben. Hoffentlich ist bald der scheiß Winter vorbei. Die Leute können auch mal anfangen mit den ganzen Feldern. So. Ja, ich habe halt kaum Bretter hier. Das ist ein bisschen kacke. Brennholz. Hier. Ja, die haben halt keine. Ein Ochsen. Allgemeines Lagers voll. Wo ist? Oh. Bretter haben wir. Habe ich jetzt mehr schon gebaut? Nein. Ja, geht nicht anders. Ich mach's einfach, weil bevor ich eins kleines baue, brauche ich lieber einmal so eine Erweiterung. Zack. So. Aber bald kann ich das mit den Bären auch einfach in Akta legen, wenn ich genug Bauern habe. Dem ist da noch was drinne? Warte mal, ist da überhaupt noch was? Geil. Okay, das ist fertig. Nice. Rot durch verhungern, alles klar. Uti, also wie gesagt, der Kampf geht noch weiter. Wir dennoch guter Dinge, dass es halt funktioniert, sobald die Felder da fertig sind, Brot gemacht wird und so weiter und so fort. Das dauert aber auch leider ein bisschen, logischerweise. Aber da ich das jetzt hier Weizen mache und so weiter, soll es wieder laufen, weil es halt da ist. So, die werden ja auch ein bisschen mehr Gemüse machen können. Das ist halt das Gute daran. Ich werde auch demnächst bald einen neuen Stall, sobald ich auch das Ionvermögen habe, damit ich mir neue Ochsen, Transportochsen kaufen kann. Ja. Kriege ich hin. Das krieg ich hin. Oh. Jetzt hier schon was? Okay, ich dachte, es sah aus, als ob der hier was hingeführt. Aber egal. Guti. Dann würde ich sagen, wäre es das mit dieser Folge. Ich freue mich, dass es halt immer noch so ein bisschen happig ist, weil ich bin kein Freund, wenn es halt alles so einfach ist. Ne? Und ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Dabeisein, wünsche euch einen wunderschönen, prächtigen und sage tschö mit eurer Brille. Ciao, ciao.